Yeah, Leben Wrestling. Nimmt WWE Superstar Auszeit? Im Anschluss an SmackDown hat WWE angekündigt, dass das Match zwischen Sonya Deville und Mandy Rose nicht mehr nur ein Hair vs. Hair Match sein wird. Das Match wird nach einer Promo von Deville bei SmackDown inzwischen als Loser Leaves WWE Match beworben. Außerdem wurde das Match um eine No-DQ-Stipulation erweitert. Zu den Hintergründen gibt es noch keine gesicherten Berichte. Allerdings waren beide Superstars vor wenigen Tagen bei der versuchten Entführung Devilles anwesend. Es scheint daher möglich, dass eine der beiden Wrestlerinnen in der Folge um eine Auszeit gebeten hat. Über Deville wird außerdem seit längerem berichtet, dass sie daran arbeite, ihre Schauspielkarriere auszubauen. Ob die Hair vs. Hair-Regel noch Teil des Matches sein wird, ist momentan noch nicht bekannt. Update zu pausierenden Superstars. RingsideNews.com berichtet, dass Lars Sullivan noch immer für ein Comeback vorgesehen ist. Seine Abwesenheit hänge Stand jetzt nicht mit seiner Knieverletzung aus dem letzten Jahr zusammen, sondern sei in seiner psychischen und emotionalen Verfassung begründet. Mehrere Workout-Videos lassen vermuten, dass Sullivan seine Verletzung gut überstanden hat. Außerdem hat sich Jackson Ryker auf Instagram zu Wort gemeldet und eine Rückkehr der Forgotten Sons geteased. Die Gruppe war im Zuge der Proteste um den Tod George Floyds nach heftiger Kritik an Ryker wegen dessen Kommentaren zur Black Lives Matter Bewegung nicht mehr eingesetzt worden. WWE plant weitere Neuerungen. Der Insider-Account WrestleVotes berichtet, dass WWE für das SummerSlam-Wochenende Pläne habe, die laut mehrerer Quellen anders, aber ziemlich cool seien. Es sei mit ein oder zwei Rückkehrern sowie mit neuen Ideen für Storylines zu rechnen, da die Thunderdome-Ära als Neustart betrachtet werde. Unterdessen berichtet Raz Geary, dass die Ausgestaltung des Thunderdomes noch weiter verändert werden könnte. Ziel mit dem neuen Setting sei es, mit Abschluss von Raw am Montag das bestmögliche Setting gefunden zu haben. Außerdem werde SummerSlam wohl wieder ein längeres Pay-Per-View. Es sei mit einer Laufzeit von 3,5 bis 4 Stunden zu rechnen. Thunderdome sorgt für steigende Ratings. Die erste SmackDown-Episode vor der neuen Thunderdome-Kulisse konnte einen starken Anstieg der Zuschauerzahlen auf Fox verzeichnen. Nach einem Plus von 20% sahen die Show am Freitag etwa 2,17 Millionen Zuschauer, was die beste Quote seit Juni bedeutet. In den Sales-Demos und bei den Marktanteilen nach Altersgruppen konnte die Sendung außerdem in Teilen die besten Werte seit WrestleMania und Beginn der No-Fans-Ära erzielen. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight Podcast-Channel vorbei.